Tonlüfter auch. Ja, wer fängt an? So. Das Leben in dem Zusammenleben, was, obwohl es als Gruppe war, hat sich doch, das gebe ich mir jetzt nachträglich besonders Rechnung, wurde vieles abgeschliffen vom Wesen, von Eigenwille. Man hat gelernt, sich zu unterordnen, nicht unbedingt aus Zwang, aber den anderen, mit dem anderen umzugehen. Es war auch oft, dass ich selber rechthaberisch war und wollte es mir nicht sagen lassen, habe widersprochen und merkte ein Groll. Und das habe ich dann auch gelernt, mich zu beugen. Akzeptieren, sich unterordnen können, das ist ganz, ganz wichtig im Zusammenleben. Wenn man so als Gruppe zusammenlebt, und das haben wir wirklich gelernt als Kinder, zu akzeptieren, was die Erwachsenen gesagt haben, unsere Vorgesetzten, und das auch zu tun und nicht zu widersprechen, dann so zu tun, wie es gefordert wird, und vor allem in allem die Wahrheit zu sagen. Und ja, wenn man jetzt mit einem sich verstritten hat, wieder hinzugehen und sich zu versöhnen, also nicht im Streit zu bleiben oder im Groll gegen den Nächsten, sondern... Und diese Werte, die uns auch, möchte ich das mal sagen, von Paul Schäfer mitgegeben wurden, der unter uns war, den wir auch geachtet haben, sehr geachtet, in den guten Dingen, die wir erleben. Und das war nicht als Zwang. In dem Bereich möchte ich sagen, diese Werte, da bin ich so dankbar, dass wir es unterscheiden können zwischen Gut und Böse, dass wir wissen, was ist auch in der Musik. Was er sehr viel gespielt hat bei Mundharmonika. Mundharmonika, ja. Das spielt er auch heute noch. Ja, heute noch hin und wieder, aber früher... Zu doch als Vorspiel. Die Kleine, gut. Bisschen warm machen. Mal ein bisschen in der Hand warm machen.